Wunderschönen guten Abend. Die musikalische Förderung für die jungen Leute wird bekanntlicherweise zu Mama großgeschrieben. Und dazu gehören auch die flotte Matinee-Musikal, die den Kindern ermöglicht, die verschiedenen Instrumente kennenzulernen. Genau, wir wollen das unheilen und heute lässt mal ein Teer. Jean-Marie, hier ist traditionell bei uns, dass wir damit von der Saison von unserem Kannerprogramm sind. Eine schöne Chance, ich heute morgen in meinem Schloss zu begrüßen. In meinem Schloss für ein weiter Matinee-Musical. Ihr wisst, dass wir regelmäßig am Schloss ein Matinee-Musical organisieren. Matinee-Musical ist ein Programm, den extra für die Kanner gemacht hat, wo die Kanner sollen Instrumente präsentiert kriegen. Was aber ein interaktiver Weise geschieht, wo die Kanner sollen mitmachen, wo die Kanner mit dazu gehen, wo es darum geht, dass Kanner die Instrumente kennenlernen. An, dass das Instrument auch vielleicht flott, wenn vielleicht auch Lust darauf kriegen, für nur selber so ein Instrument zu lernen. Für ein Matinee-Musical heute Morgen haben wir die Chance, zwei wunderbare Leute zu haben, für die Kanner Perkussionsinstrumente zu präsentieren. Perkussionsinstrumente, das die Batterie, der Marimbaphon, der Vibraphon, Glocke, Rüsseln, ein ganz Reihe von Xylophonen, wo die Kanner gewissen kriegen, was ihnen da mal kann machen. Ich habe gesagt, wir haben zwei wunderbare Leute, die die Kanner das heute präsentieren, das ist einmal Guy Frisch, Professor am Städter Konservatoire, den unter anderem auch als Perkussionist beim Opel bei den Solisten Europäern gespielt hat, und Serge Kettenmeier, Professor am Escher Konservatoire, hier nur durch Perkussion und Orchesterdirigent studiert. Er spielt auch im Moment nach an einer ganzen Reihe von Formationen als Perkussionist. Und dann traditionell zum Schluss natürlich, wie man das bei der Matinee Musical hier am Mämmerschloss gewinnt sind, zum Schluss kriegen kann er ein Croissant und natürlich ein Orangejus. Ein Instrument verwandeln oder wandeln, und zwar, du hast es für drin gesagt mit der Face, wir werden schon bei dir hier an die Mäckerei, genau. Und zwar, du hast gesagt gehört, kann ich noch mit der Face spielen, ne? Was danach, kann ich zum Beispiel Perkussion spielen, ob sie ein Körper, dann nenne ich das Körperinstrument. Na, Perkussion kann ich so eine Sache machen. Kann ich nicht mit seinem Mädchen Körper Trompett spielen oder Piano spielen? Das geht nicht. Ich weiß nicht, wie du das nachgeht. Geht nicht so gut. Kann ich pfeifen oder so. Mir geht es schon Richtung Perkussion. Sag, was kannst du das dann zum Beispiel machen? Das ist mir leid, weil ich ja, weiß es nicht. Okay. Thank you.
Was hat das mit dem Rufbus an der Gemeinde Mama auf sich? Den Chefin Roger Negri erklärt. Guten Morgen. Das ist den neuen Mama Rufbus, ja. Den vom 1. März des Jahres 2017 aufhört. Ja. Da sind ich froh. Aber ich habe viel telefoniert, ich wollte ein Palais 12, gibt das gut? Ja. Kein Problem. Okay, vielen Dank. Ja, gerne. Wenn ich richtig informiert bin, kannst du das neu machen. Ja, wenn ich gibt. Okay, vielen Dank. Und dann los mal vor. Merci. Liebe Leute, wir begrüßen euch alle gut. Wir machen eine Präsentation vom neuen Rufbus von der Gemeinde Mama. Der Rufbus der wird vom 1. März 2017 aufhören. Wir sind heute den 6. Februar, wo wir das hier abholen. Der Bus ist am Gang fertig gemacht. Das wird ein Elektrobus, einer von den ersten Elektrobussen, die hier am Land werden fahren. Der Rufbus ist gedacht für die Leute, alle Götten aus der Gemeinde Mama. Das ist Mama, Kerb, Kapelle und Holzen, wo sie innerhalb von der Gemeinde auf allen Plätzen an der Gemeinde selber können fahren, wo aber auch als Mama Leute aus der Gemeinde aber auch können an die Nordische Gemeinde fahren, aber dafür fahren wir nur auf speziellen Plätzen, wie zum Beispiel Hunschlo virtuell ein Pferd gebucht und Palais 12. Wir können auch an Concord fahren. Wir können noch Reklame machen für die verschiedenen Geschäfte, auf der Wand auf sind auch. Ihr könnt an der nördlichen Gemeinde, wo nicht ein spezieller Point d'Entrée ist, da fahren wir immer bei der Gemeinde, wo in der Café fährt, wo normalerweise ein Bus fährt. Also, ich finde es merci, dass er mich bräut hat. Ich hatte ungefähr für 3 Stunden hier ankaufen zu gehen. Ja. Meine Frau hat mich geschickt ankaufen. Ich bin nicht so kennig, dafür sprach ich besser mit lang gibt das gut. Ja. Kein Problem. Okay, da bis an 3 Stunden. Vielen Dank, merci. Adi. Guten Morgen. Aber das hat ja wunderbar geklappt. Da gebe ich aber noch gerne zurück auf die Gemeinde Mama vor. Kein Was kostet das dann noch? 1 Euro. 1 Euro, nein. Ja. Okay, vielen Dank. Ja. Merci. Voilà. Wie viele Leute wieder gesehen haben, klappt das ja ganz gut mit dem Rufbus. Das heißt, wenn ihr in Zürich fährt, wie lo das Beispiel, wenn wir hatten, dann bezahlt ihr für die Fahrt 1 Euro. Aber wenn ihr zurückfahren, bezahlt ihr auch 1 Euro. Wie haben wir das so gemacht? Wir haben einen Tarif beim RGTR aus 2 Euro. Dafür könnt ihr eine Stunde und so weiter fahren. Wenn ihr aber zum Beispiel Ankäufe gibt, wie wir daheim werden oder bei einem Doktor will gehen, und da geht zum Beispiel für eine Familie aufgeholt, da bezahlt ihr just hinfährt, da braucht ihr just 1 Euro zu bezahlen. Oder umgedreht, der wird just zum Beispiel aus einem Supermarkt hingefahren gehen, da bezahlt ihr auch just 1 Euro. Für den Hin und Zurück bezahlt ihr jeweils dann 2x 1 Euro. Wie kommt ihr da in den Rufbus? Naja, da muss ihr eine Telefonsnummer anrufen, das ist den 2810 831. Da könnt ihr anrufen von Montag bis Samstag, von morgens 7 bis über 6 Uhr. Der Rufbus selber, der fährt aber nur von Montag bis Freitag, von morgens 9 Uhr durchgehend bis über 18 Uhr.
Nun dat Lommel gemer an enger Eischter Fass fir dat Angebot nëmmen an der Wort ze mecher, wenn man mengen, dass de Weekend efläit net unbedingt zu de Busbrauch fir Akhäfen ze goen an so weiter. Sollt awer lot Nofro so groß sinn, dann werd man do eng speder Extension do vun er mechen. Zum Schluss will ich nach ich alle gut invitieren, ab dem 1. März vom Rufbus zu profitieren. Jitri kann man am Rufbus fahren, das hat sich schon gedacht, dann vielleicht für die Leute, die nicht mehr so gut mit dem Auto können fahren. Die kann man immer 12 Jahre, die können noch nicht mehr eine Begleitung mitfahren. Die ruft einfach an, beim Chauffeur, bei dem Exploitant, den das nicht. Der bezahlt auch beim Chauffeur, das Billet kriegt er auch beim Chauffeur. Das Gemeinde selber möchte das nicht, weil du musst ja auch an den Kant gemerkt gehen. Und das ist die Unternehmen, die das für uns möchte, die kassiert das auch an und die reguliert das dann später mit der Gemeinde. Ich gebe euch nochmal flotte Success wünschen. Der Rufbus selber, wie ihn hier noch ausgesagt, den können wir euch im Moment noch nicht weisen, weil dann am Gang als die letzten Lettrage zu machen, das heißt, geht noch geklebt mit den Telefonsnummern drauf. Der kriegt eine Corporate Identity und der wird gesehen, der geht ganz schön. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch ab 1. März diesen flotten Service vom Rufbus Gemeinde Mama können anzubieten. Vielen Dank. Senior gëtt ze lo, Senioren Amical Mameranus, an dat war e Grund fir ze feieren. E vollen Festsaal am Mamer Schloss, a sichtlich en zufriedene Präsident vun der Senioren Amical Mameranus, déi hier 10-jährig bestehen, konnt feieren. Ich glaube, man ist exzeptionell, wo ein Kettnimm von den 14 Gründungsmembren aufzuziehen. Es waren da die Damen Differding, Eicher, Gudendorf, Kipschen, Klopp, Knepper, Körperich, Kohn, Kunz, Michels und Reichert. Und Herren, Jackie, Kirsch und Sommerwille. Ziel von dieser Leute war es beide zu führen mit Aktivitäten, die schon seit 40 Jahren am Interesse von den älteren Mitbürgern aus der Gemeinde organisiert gesehen und sie auszubauen und das an ihnen zu antworten. Das Resultat von ihrer Arbeit wird ihnen recht gehen. Der neue Verein wird kein einziger Member verloren, wir konnten auch viel neue Bezug haben. Und als der Gemeinde und auf den 1.12.2015 8.837 Leute gewohnt. Und davon sind ungefähr 15% mehr als 65 Jahre. Geben wir den Leute fangen, die 60 Jahre hätten, dann wären es sogar 20% von unseren Mitbürgern. Als verschiedene Aktivitäten richten sich hauptsächlich und sie, wie alle Alterskategorien, sind nicht ausgeschlossen. Wie schon zufangs gesagt, engagiert Senioren Amical sich für das edle Leid, sich nicht marginalisieren und sie lässt auch nicht so, dass edle Leid marginalisiert gibt. Die sozialen Kontakte am kleinen oder größeren Kreis sind und bleiben ein wichtiger Grundstein für unsere Gesellschaft. Wir sind uns aber auch bewusst, dass wir nicht die Einzigen sind, die heilige Verpflichtungen. Wir teilen die Verpflichtung mit anderen Gruppen, mit den Familien, wir teilen die Verpflichtung mit Autoritäten und kommunalen und staatlichen Plan. Den Komitee von der Senioren Amical möchte die Arbeit los, sind mehr wie 10 Jahre, und also bereit, weiterzuführen, sodass nach beiden Anniversären keine gefeiert werden. Ich muss aber darauf hinweisen, dass es immer mehr schwer geht, für neue Leute zu fangen, die sich für freiwillig Erwischten engagieren. Wie sie los,
haben wir das gepackt, mit viel Engagement von allen Membern des Komitees, aber auch hier wird es limitiert. Wir sind weiterhin gut Leute, die bereit sind, die Zeit an ihre Ideen zur Verfügung zu stellen. Und haben wir auch erwünscht, dass alle gute guten Appetit. Wir kriegen den ich habe extra zugetan, für als etwas Exzellentes bieten. Also guten Appetit an einer 5 Stunden nur eine Gesellschaft. Mit der Ummeldung könnt ihr einen Betrag von 20 Euro auf den Kopf bezahlen. Das ist, wie mit dem Schimmel am Brief, das ist kein Verdienium von unseren Kästen. Mit dem erfüllen wir am Jahr von unserem 10-jährigen Bestehen. Wir wissen karitativ Birke unterstützen, die vier hier nützliche Aktivitäten finanziell helfen, auch von außen zu brauchen. Wir denken so in anderen Kontil, so Frauen oder den Mutbotter haben. Etwas geplant, den Assoziationen Geschäftsführer zu überreichen und dann bei der nächsten Tournée du Grand Tag, die den 26. März am Arme Schloss organisiert. Die Assoziation, die von den Senioren amikalisch unterstützt, die Assoziationen, die von den Senioren amikalisch unterstützt sind, werden doch bei passender Gelegenheit präsentieren können. Die komplette Sinn, das ist ja auch noch auf Hinweisen, dass der Generalversammlung in diesem Jahr Mittwochs den 4. Februar am Ziel war. Ich wäre froh, wenn ihr erst und heute die zwei Datumen könnt hier nehmen. Also bis dann. Extrem hoffentlich, dass 250 Leute, und viele von ihr hätten das erlebt, ist nicht, hier auf ein Festessen am Mämmer Schloss sind. Und dass das überhaupt hier kann am Mämmer Schloss stattfinden, da ist er der Präsident nicht unschuldigt. Weil ihr wisst, 1995, als er nach dem Viergänger von Harry Hosch, Mämmer Schloss gekauft ging. Nachdem es schon ein Tentativ gab von Leuten verstorbenen Ehrenbildern, wenn ihr Federspiel. Und irgendwie dem Ferner als direkte Nova sein Akkord für eine Festsaal zu bauen, wie wir das nicht nötig gewesen und wir waren nicht möglich gewesen. Dafür Ferner ist in der Haut auch ein Quartier an der Familie verbunden. Ich will aber auch merci sagen, die Leute, die sich spontan bereit erklärt haben, für uns 10 Jahre, für mit an die Senioren amikal anzuklappen. Ferner wird das ein bisschen diplomatisch umschrieben. Mit Gemeinde wird das proaktiv begleitet, weil das hat man gemerkt, zu von der AMIP-Rechts, wie den Schneidereien hatten, die für seinerzeit bei der Gemeinde gemacht. Aber wie Senioren-Amikal gegründet werden, konnten hier so von der AMIP-Rechts, sind sie direkt an Senioren-Amikal als Stadtkapital übergegangen. Er hat also nur mal der Eis dazu beigetragen. Merci so nicht, aber für all die Verantwortlichen für das Senioren-Amikal, für das werden sie Jurans Juran für die Ehler Leute machen. Und die Antreten bei ihnen, die sind auch nicht ehrlich. Wir haben viel für den feierten Alter, dafür ist ein Zipper zuständig. Wir für den dritten Alter, dafür brauchen wir sie, weil die Vereine, aber für alle die Aktivitäten, die sie organisieren. Die Ferner hat richtig gesagt, dass es gesellig geht, die zählt, aber Leute an Pension gehen, an Präpension gehen, da wissen sie oft nicht viel, was ihrer Zeit umzufangen. Sie gehen zu einem Patienten und sagen, oh Mann, es ist schon so viel zu merken, sie können noch ein Velo geschenkt. Ja. Aber wenn sie spät nicht, ist die echte Realität mit dem Velo getestet tun, da fühlen sie nicht viel Velo, da gehen sie nach den Bengeln und rüber, an Enkel haben sie auch mal der, sagt, oh, und da sind sie froh, dass sie können mit der Senioren amikal auf Dresden. Und dafür vielmals merci für all ihre Aktivitäten. Dritter Punkt, schließen wir mal da. Ich sterbe aber haut offiziell, etwas annoncieren wird auch eine Initiative, als die Lang von ihr gefördert geht, als an die wir können das Jahr eigentlich an Musik umsetzen, nämlich gut war für Puren Pultisch,
den offiziellen Brief vom Präsidenten von der Stiftung Hölf Duhem, dem Paul-Henri Meyers, den er konfirmiert hat, dass die Stiftung will bald auf den Weg gehen, für Seniorenwohnungen zu bauen, auf dem Sitz von dem Sippe. Und zwar ganz genau da, weil der Ewald Brick kommt, Rietz, der das ein Terrain für den Parking aus, man denkt, wisst, an die gehört der Gemeinde. Und wir haben einem Chefverbot eigentlich die Idee, für selbst zu fahren, wie das mit dem Altersheim gemerkt hat, nämlich, dass sie mir den Terrain stellen, die nötig ist, in der Form von einem Ehepartvertrag, ein Bayern für die Theotik, und dass die Stiftung Hölf daheim, dass die dort drüber baut, und die Leute können dann nur auf die Seniorenwohnungen zurückkehren. Ich meine, das wäre etwas, was gut wäre, aber wo wir als Gemeinde die Initiative gegen holen, andere, die das wird auf privater Basis machen, Seniorenwohnungen zu bauen, die hören aber nicht drin, wir auch hier geht Gemeinde an die Richtung. Aufschließend wünsche ich merci so, dass dazu so viel Haut dahinter kommt, wer die unterstützt, die unermittlich erbisch, die unentgeltlich erbisch, von den Verantwortlichen, von der Seniorenamikal, schon viel Druck gelöst, wer können wir auf Rehen? Jo. Die kriegen digestiv nie, was du haben, guck mal, wer nach an den Keller von der Gemeinde holt. Aber ich meine, der schönste Paket zu merken, dass wir zu weit wiederum gut aus. Bei dem Pavillon am Brill, das wird man kurzfristig organisieren, dass man dann ein gesundes Mittag für Senioren machen, Gemeinsucht für den Pad, Gemeinsucht für Kleinheppischer und Patisserie, Mittag. Und da guckt man dann ins Ordner, ein Flugorchester zu fahren, wir nutzen euer Lieder. Und da werden wir als anderen gesehen, wir schwätzen den Datum und der Pulldatum und auf, und wir gucken das zu organisieren, wann wir gut aus. Zum Aufschluss gucken wir noch ein kleines Matschnitt vom Gala-Konzert von der Harmonie Gemeinde Mama. Gala-Konzert 2017 von der Harmonie Gemeinde Mama am Königsbund. Es war schon der zweite Konzert, die mir den Oven in dem Motto Sohn und Legenden in der Direktion von Stefan Weber spielen. Wir sind ganz gut vorgekommen an der Präparation von dem Konzert, aber leider sind wir an der letzten Linie gesteuert gehen. Durch den Tod von unserem langjährigen Musikant und Vizepräsidenten Albert Thein. Denn Albert Thein hat das verlost am 3. Januar und dafür haben wir decidiert, diese Konzert ihm zu widmen. Am Querspiel, also als Harmonie des Jeunes und unter der Direktion von Kathi Picker, die den Konzert aufhängt. Schönen Abend.
Mama holt Dachsche die schreckliche Sturm überstanden. Von allem verlos treibt das hölzern Schiff über die unendliche Wasserfläche. So geht die Jandege River immer im Schick der neuen Dorf vor, für Land zu fallen. Aber all alles können sie zurück und wird nicht gefunden. All Hoffnung schenkt verloren. An unserer nächsten Emission sehen wir noch einen weiteren Matschnitt vom Gala-Konzert 2017. Für heute wünsche ich euch merci fürs Zuschauen und wir sehen uns in zwei Wochen.